Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke. Ja, im letzten Part sind wir hier in Ondula angekommen, haben schon die Pokémon in Ondula und in der Ondula-Bucht eingefangen. Es waren zwei Pokémon, wo ich jetzt sage, okay, ein Pokémon davon, naja, hätte ein anderes sein können, und das andere Pokémon war eben Goldini, wo ich sagen muss, okay. Heute geht's weiter mit der nächsten Route. Da können wir das nächste Pokémon fangen. Wir machen aber Itemradar an und wir finden kein Item. Schade. Theoretisch müsste hier ein Item eigentlich aufploppen. Normalerweise. Aber anscheinend nein. Ja, hier auf der nächsten Route. Wir finden direkt einen Cliffs auf. Okay, sehr schön. Können wir das nächste Pokémon einfangen? Ich bin mal sehr gespannt, welches Pokémon es sein wird. Wir schauen auch direkt mal drauf, ob wir mal ein Pokémon tauschen können. Und zwar auf Sandamer. Und ich sehe gerade, Ambidöffel hat ein Icon gefunden. Nehmen. Hyperball, okay. Nehme ich doch ganz gerne an mich und schauen mal, ob Sandamer genauso gut performt wie die anderen Pokémon, die ich derzeit in meinem Team habe. Die Ambidöffel zum Beispiel, Zumpex, Tenchoxa und was war das andere Pokémon? Gegen Amarosus ja weniger, muss ich sagen. Aber wir haben dafür Luxa. Luxa performt hier besser als alles andere. Hoffe ich doch. Solange es keine Bodenattacke kann, jetzt Amarosus, das ist mir erstmal egal. Antikraft. Antikraft ist eine spezielle Gesteinsattacke. Sollte noch, okay, die kriegt einen Boost. Wir gucken mal, ob wir mit Funken. Schutzschild, okay. Ob wir mit Funkensprung es one-hitten können. Nein. Dadurch, dass es einen Boost bekommen hat durch Antikraft. Es ist so eine Sache. Und die Bodenattacke. Init wird gesunken. Ist also ein bisschen eklig. Ich würde aber trotzdem. Ich würde sagen, wir wechseln mal auf zum Hex. Luxra ist doch ein bisschen zu sehr angeschwächt jetzt. Ich hätte gedacht, dass es besser performt, aber dadurch, dass Amarosus einen Boost bekommen hat, das ist doch ein bisschen kritisch. Ich würde sagen, wir machen Ice Shadow. Ist ja sehr effektiv eigentlich. Oder auch nicht, weil es neutral getroffen wird. Okay. Dann probiere ich mal selbst Lebensschuss. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Er will noch einen Boost bekommen. Nix da. Gut, Amarosus, muss mal aufpassen. Solange wir keinen Pflanzen-Pokémon haben, was sehr effektiv es hittet, muss ich selbst aufpassen. Also. Was wir aber machen könnten, wäre erstmal unsere Pokémon zu heilen. Mindestens Zumpex und Luxa. Dann gucke ich mal, was der Trainer hier hat. Dann würde ich sagen, gehen wir in das hohe Gras hinein und schauen mal, ob wir ein außergewöhnliches Pokémon bekommen. Okay, ein Feuergeist-Pokémon. Habe ich mit Sandamer eine Gesteinsattacke? Nein. Da
dann würde ich sagen, tauschen wir auf Sumpex, machen wir einmal Surfer. Wir könnten natürlich auf Tentoxa wechseln, aber ich denke mal, Sumpex performt hier besser. Obwohl, Tentoxa würde auch gut performen. Einmal Surfer bitte. Und weg ist es. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir als Pokémon bekommen. Ein Tangulus, das sag ich schon, uns fehlt einfach ein Pflanzen-Pokémon. Und was bekomme ich? Pflanzen-Pokémon. Das ist ja schon mal Option A, was ich mitnehmen könnte. Wir tauschen direkt mal auf Ambidiffel. Und ich würde sagen, ich schmeiße einfach mal einen Grasmixer. Okay. Ich schmeiße einfach mal einen Finsterball und schau mal, ob das drin bleibt oder auch nicht. Einmal Finsterball. Es bleibt so direkt drin, ist sehr schön. Was hätte es denn hier noch gegeben? Ja. Tangulus ist ja gar nicht mehr so schlecht, gerade als Pflanzen-Pokémon. Das ist natürlich relativ sehr viel anfälliger als alles andere. Ostecia. Ja. Hätte ich auch genommen. Ist ein Eis-Pokémon. Gerade gegen Drachen-Pokémon und so wäre es gar nicht mehr so schlecht gewesen. Ist auch ein voll entwickeltes Pokémon. Aquana. Auch wenn wir ein Wasser-Pokémon haben, einmal Tentoxa, einmal Zumpex, wäre Aquana viel besser gewesen. Aber okay. Ah, nochmal Tentoxa. Tentoxa habe ich ja. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter die nächsten Trainer zu und schauen mal, was die für Pokémon haben. So, was hat sie für Pokémon oder für Pokémon? Turmeric. Auch wieder mal ein Wasser-Pokémon. Ich sag, wäre ein Pflanzen-Pokémon sehr gut gewesen hier. Aber wir haben ja ein Elektro-Pokémon noch. Ich hoffe, dass wir auf der nächsten Route dann doch noch ein anderes Pokémon bekommen, was in unser Team doch besser reinpassen wird. Wir haben mal Funkensprung, ich hoffe, dass es One-Shot ist. Ah, nicht ganz. Glück ist Nassschweif abgeschwächt. Aber macht trotzdem schon extrem viel Schaden, muss ich sagen. Ich kann schon wieder Luxtra wieder heilen. Und ihr seht schon, wir müssen auf jeden Fall unsere Pokémon hochleveln. Auf 45 mindestens. Also, im nächsten Part, beziehungsweise übernächsten Part, also ab dem übernächsten Part muss ich nochmal eine Trainingssession einlegen und meine Pokémon nochmal hochtrainieren auf Level 45 Minimum. Wenn nicht auf 46, ja, muss ich mal schauen. Wir haben ja auch dann das angebliche Kobalium auf der nächsten Route. Da bin ich ja auch gefragt, was da kommt für ein Pokémon. Wir hätten theoretisch zwei offene Lichtungen. So eine Lichtung kann ich auf jeden Fall. Scaraborn, was war noch? Simsalabantas. Alter Spiel. Also,
hier muss ich leider tauschen. Das ist... ja. Dann würde ich sagen, mache ich Eisenschädel auf Simsala, denn Simsala ist eklig. Und dann mache ich mal Doppelschlag auf... Nein, ich muss hier tauschen. Selbst hier muss ich tauschen auf... Makago ist relativ nicht so prickelnd. Ich würde sagen, Tentoxa. Ich hoffe, dass Simsala jetzt keine Psycho-Attacke jetzt auf Tentoxa macht. Irgendwie so Psycho Plus oder so wäre mit am besten. Psy-Strahl, okay. Auf Sumpex, okay. Nahkampf resistieren wir. Verteidigung Drop für Scaraborn und spezielle Verteidigung Drop. Eisenschädel auf Simsala und einmal One-Shot. Schwierig. Schwierig zu sagen. Wir machen Punktesprung auf jeden Fall auf Mantax und Eisenschädel. Und Gipti. Okay, Mantax ist das schnellste Pokémon mit Wasserring. Da kommt die... okay. Psy-Strahl auf Luxra ist vollkommen in Ordnung. Zum Glück nicht auf Tentoxa. Also alles easy. Bodycheck. Oh. Arm auf Mantax. Na gut. Dann wäre Mantax schon mal weg. Und jetzt fehlt nur noch Scaraborn. Also der Gegner, muss ich sagen, hat schon etwas an sich für sich. Hier kann ich Donnerzahn machen. Da mache ich dann mal den Schuss. Ich mach mal Eisenschild. So, wir haben gesehen, Nahkampf wird am Begriffel Sandame Makago gut getroffen. Also ich würde sagen, wir heilen unser Pokémon mal. Kumbo-Milch. Und schauen mal, was Scaraborn noch macht. Nahkampf auf Zumpex, okay. Verteidigung sinkt ganz schön. Kein One-Shot. Okay, wir geben nochmal eine Kuhmilch auf Stompex und Giftigen Garbon. Was anderes fällt mir gerade überhaupt nicht ein. Und weg ist Garbon. So, muss ich nochmal meine Pokémon heilen mit dem Tafelwasser? Wahrscheinlich ja. Scaraborn sei schon Luxra einmal und Pokémon. Die anderen Pokémon haben ja nichts an Schaden kassiert, beziehungsweise habe ich ja schon geheilt. So, der nächste Ast-Trainer. Müsste sogar der drittletzte auf der Route sein. Dann dort der Angler und dann glaube ich noch ein Angler. Reihumkampf. Okay. Mal schauen, welche Pokémon er hat. Kassilit, Papunga und was war's noch? Barschwarm, okay. Kassilit kann ich mit. Das ist sehr unsinnig.
wird wahrscheinlich. Arschbar kommen. Oder? Nein. Da hätte ich ja dann Eisenschilde drauf machen können. Macht's natürlich Magnetbombe. Aquatik, okay. Dann machen wir mal Doppelschlag. Mal schauen, wie viel Schaden ist passiert. Ja, okay. Egelfarm. Egelfarm, ja. Das geht auch. Große Frage ist, wird das wechseln? Nein. Also. So, Apunga haben wir schon mal besiegt. Am Bidibbel erreicht Level 44. So. Dann würde ich sagen, wir tauschen mal auf Pumpex und machen Eisenschilde. Egal was kommt. Was Litsch wird gut getroffen. Deutschlehre müsst mir resistieren, weil wir auf dem Boden sind. Großes Talent früher. Wollte eigentlich schon mal Eisenschilde machen. Schön, dass wir von Typ Wasser sind. Wir sind von längst Wasser, aber egal. So, dann ist Kasselit auf jeden Fall weg durch Eisenschilde. Und es bleibt nur noch Barschuppen. Mache einfach zweimal Eisenschilde und das Ding sollte theoretisch weg sein. Oder auch nicht, weil es nicht sehr effektiv ist. Okay, dann im Schuss. Diese Kette. Jetzt mal die Innet senken. Ich würde sogar sagen, dass ich mal tauschen sollte auf Amphidiffel wieder. Komm, machen einen Doppelschlag. Schauen wir mal, wie viel wir abziehen. Ah, okay, Volltreffer. Sehr schön. Ich muss ja ehrlich dazu sein, die Route war ja, ich glaube, in Pokémon Schwarz eine. Ja, eine Hasshölle. Wir hatten so viele Pokémon eingefangen und danach bam, draufgegangen, nächstes Pokémon draufgegangen und das nächste bei einem Gegner. Wenn ihr euch dran erinnert, das war wirklich eine Tortur, wo ich mir sagen muss, Alter, ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert, irgendwann mal. Zum Glück ist es bis jetzt noch nicht passiert. Oder wir hatten Glück mit den Pokémon. Und mit den Gegnern, dass sie nur immer ein Pokémon hatten oder eben zwei Pokémon hatten. Oder eben so solche drei um oder dreifach Kämpfe, wo ich sage, okay, es geht gerade so mal. Hatten natürlich starke Pokémon, aber es ging. So, Skunga, Sahama, das solltest du doch schaffen können, oder? Mit Schaufler? Schaufler einmal und das Ding ist weg. Finalschlag? Nein. Smogmor. Oder Smogmor. Ich würde sagen, wir machen Schwertfang. Das Ding sollte ja theoretisch keine Wasserattacke haben. Eierbohr. Ah, Shiro Ball ist nicht so sehr effektiv. Eisenschilde, wie viel macht? Ja, sehr schön damit. So, Eisenschilde und Smogon ist weg. Ja doch, Sandame. Hast mal einen Gegner erwischt, den du besiegen konntest. Und wir finden da einen Mondstein. Sehr schön. Falls du mir ein Pokémon
finden sollten, was sich nur mit dem Mondstein entwickelt, ist das schon mal okay. Soweit. Los, meine geliebten Käfer-Pokémon. Schauen, ob er wirklich Käfer-Pokémon hat. Ich glaube eher weniger. Ja, Schalellos. Man das Ding als Schnecke bezeichnen, dann ist es schon ein Käfer, aber sonst ist es ja ein Typ Wasserboden-Pokémon. Die große Frage ist. Wir haben ja noch kein Pflanzen-Pokémon. Die nächste große Frage ist: Brauche ich überhaupt hier in der Nuzlocke überhaupt noch Feuer-Pokémon? Oder reicht nur eine Feuerattacke? Das sind immer solche großen Fragen. Was brauche ich? Wie viele Pokémon brauche ich denn ungefähr? Noch? Wie viel verliere ich? Bis jetzt haben wir wirklich sehr viele Pokémon verloren. Mehr als in Pokémon Weiß 2. Aber ich muss sagen, es geht noch. Slimog, da kann ich wieder zurücktauschen auf Name und mit Schaufel angreifen. Matschbombe sollte. Ja. Nicht so viel abziehen. Wieder einmal Schaufel. Solange es jetzt keine Bodenattacke kommt, interessiert mich nix. Mein Matschbombe, okay. Große Frage ist. Macht Eisenschädel irgendwie Damage? Okay, passt. Reicht vollkommen. Somit haben wir auch den nächsten Trainer, auch den letzten Trainer, erstmal die Route besiegt. Wir holen noch uns das Item, was hier hinten liegen könnte, kann. Liegt. Und es ist ein Flottstaub. Was ist ein Flottstaub? Da muss ich selbst nochmal gucken. Blottstaub. Ein Item, das Ditto zum Tragen gegeben werden kann. Fein und doch hart erhöht ist den Init-Wert. Okay. Endpuder hatte ich nur einmal. Die Genauigkeit. Hat er ja, glaube ich, letzten Part oder war das am vorletzten Part gesagt, dass Blendpuder für Boden-Pokémon ist, beziehungsweise für Bodenattacken, dass sie verstärkt werden. Nein, ist ja für die Genauigkeit, dass sie gesunken wird vom Gegner. Ach ja. Sprottel. Flunschlick. Flunschlick wäre ja so ein Pokémon, wo ich sagen muss, nicht so wirklich mein Fall. Ein Boden-Elektro-Pokémon. Braucht man natürlich überhaupt nicht. Sind natürlich hier noch einige Items, die ich mir später abholen muss. Weiter geht's aber heute nicht mehr auf dieser Route. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Pokémon Center, schauen uns Tangulus an, was es für ein Wesen hat und würde sagen, gehen schon dann mal Richtung nächste Route. Denn die nächste Route, ja, erwartet uns ja auch ein nächstes Pokémon. Und ich glaube, wir müssten gegen unseren Rivalen antreten, jetzt hier, bevor wir auf die nächste Route gehen. Deswegen würde ich nochmal meine Pokémon heilen. Ja, wenigstens hier nochmal fit sind. Schauen wir natürlich nochmal, ob am Dippel nochmal was gefunden hat. Nein, so ist es nicht. Schade. Tangulus. Wie sieht's aus? Wir haben jetzt zwei Pflanzen-Pokémon mittlerweile. Ist okay. Ein Pflanzen-Pokémon würde ich nie einsetzen, und zwar den Affe. Aber Tangulus, mal schauen. Antreffer gut verkraften. Na gut, mal schauen. Los inne, minus Spätzverteidigung. Okay. Chlorophyll. Staggert inne. Bei Sonnenschein, okay. Also Grasmixer ist
Aber Rasierblatt ist okay. Ränkeschmied und Wirbelwind. Hm. Zwei Attacken, die ich überhaupt nicht einsetzen werde. Die anderen Sachen hier, also Angriff und Spätzangriff, sehen relativ okay aus. Müsste man jetzt schauen, wie sich so entwickelt sich das Ganze bei Tangulus. Und dann würde ich sagen, es ist gar nicht mal so ein schlechtes Pokémon. Also Init, mega gut, 70 schon jetzt. Natürlich gibt es andere Pokémon, die auf den Level schon viel, viel, viel schneller waren. Die knappen 100 Init hatten, obwohl die nicht einmal ein plus Init Wesen hatten. Und ja, Angriff, Spätzangriff waren da auch einige Pokémon viel, viel besser. Ich sag nur, Duran. Naja. Wir lassen erstmal Tangulus in der Box, denn ich will erstmal schauen, was ich auf die nächsten Routen finde. Aber erstmal muss ich gegen Dom Tenduan drehen, unseren Rivalen, seit Anfang an. Er möchte ja unbedingt das Cleopatra finden von seiner kleinen Schwester, beziehungsweise das Philo, was mittlerweile schon Cleopatra geworden ist. Ein Psychomega, okay, ein Psycho-Pokémon. Da würde ich sagen, jetzt ein schönes Undicht-Pokémon mit einer schönen geilen Undicht-Attacke. Wäre mega cool. Die große Frage ist, ich kann ja jetzt ja schon mal gucken, bei Tangulus. Tangulus war dritte Generation. Weil es ja von Typ Unlicht ist. Wird da Kampf neutral getroffen? Nein, mal zwei. Ah, schade. Also Käfer, Kampf, Flug, Gift, Feuer, Eis. Das ist natürlich traurig. Sonst hätte ich gesagt, easy gegen Psychomega. Gerade wegen Kampfmoves, wie Psychomega. Psychomega kann ja eine ganz spezielle Kampfattacke, die sehr, sehr, sehr stark sein kann. Aber sonst so geht's. Ja. Sehr. Oh mein Gott. Und auch noch ein Lasch. Wenn ich jetzt keinen Hypertrank habe. Top-Trank. Okay, wir haben Top-Trank, Hypertrank muss ich mir demnächst mal holen. Luxrad braucht den Trank. Kopfnuss. Du bist ein spezielles Pokémon. Es tut mir leid, aber mit Kopfnuss richtest du mir gar nichts an. Das ist Damage. Ja? Paralys. Haben wir voll Parat bekommen. Sehr schön. Hypertrank. Ah. Mach was du denkst, aber spätestens nächste Runde bist du weg. Hier hätte ich mit Knirscher auch angreifen können. Da auch ein Typ Psycho. Und ein Magdrang. Wer hat tatsächlich schon ein Magdrang? Was krass. Ich würde sagen, wir wechseln auf Zumpex und geben ihm eine schöne Serverattacke mit und spielen das ganze Magdrang einfach mal weg. Solange wir nicht uns selbst verführen. Und ihr seht schon, Magdrang ist ein Level höher als wir. Flammsturm, Alter. Man voll. Okay, wir treffen uns nicht selbst, das ist gut. Können wir es einmal one-shotten?
Ja, seht schon, was der Hack alles zu bieten hat. Also, ich hätte mir das Textdokument nochmal durchlesen können, welche Pokémon die Gegner haben können, eventuell, wie stark die Pokémon sind und. Habe ich von Anfang an gesagt, nein, ich will's nicht, ich will mich überraschen lassen. Und der Effekt kommt richtig gut an. Also, ich hätte nie und nimmer gedacht, dass unsere Rivale, Dom, schon einen Magbrand hat, ne? Das ist krass. Gut. Ich würde sagen, wir heilen unser Pokémon nochmal. Laufen mal. Dadurch, dass wir, glaube im letzten Part oder im... Ich bin mir relativ unsicher. War das im letzten Part, wo wir die 500.000 bekommen hatten dann? Weil wir Gegenstände verkauft hatten? Ich glaube schon. Da gucke ich gleich nochmal, ob ich... was heißt gucken? Verkaufen einfach mal. Ah, Übertränke. Haben das Geld. 30 Stück. Was ich noch kaufen möchte, wäre mal 33. Topschuss. Topschutz. Weil. Alles. Ich hab das Geld einfach. Ihr könnt mal gucken, was er verkauft hat. Tauchball, Luxusball, kein Flottball, schade. Vielleicht kann ich irgendwann mal einen Flottball kaufen. Jetzt eher weniger. Wie gesagt, wir gehen auf die nächste Route. Ich würde sagen, Leute, auf Route 13 gibt es im nächsten Part so einige Kämpfe noch. Oder ich werde bis im nächsten Part, obwohl, wisst ihr was, nicht im nächsten Part, sondern erst im übernächsten Part, wenn es wirklich heiß zugeht, also wirklich los auf los geht, meine Pokémon hochtrainieren, Richtung Level 50, 7, ich wollte gerade sagen, zwischen 47 und 50. Ja, weil Pokémon werden alle stärker, ihr habt es gerade gesehen, unser Rivale war auf Level 45 gerade mit dem Backrun. Sprich, ich muss meine Pokémon irgendwann hochtrainieren. Ja, ich bin mal da sehr, sehr, sehr gespannt. Attacken erinnere, muss ich mal schauen, ob ich irgendwo noch eine Herzschuppe herbekomme. Oder wo ich eine Herzschuppe herbekomme. Muss ich mal schauen. Weil kaufen kann ich ja das Ganze nicht. Aber seid mal gespannt, wie ich das Ganze hier mache. Denn... es wird noch schwieriger. Ich habe jetzt schon Angst vor dieser Route. Ihr habt es gerade eben gesehen, die Trainer sind nicht leicht. Aber wie schon gesagt, wir haben ja noch auf der Route hier ein Pokémon. Bei der Lichtung auf der Route, also es sind sogar zwei Lichtungen, ich werde aber nur eine nutzen, um ein weiteres Pokémon einzufangen. Und noch Cobalion, beziehungsweise ein random Pokémon bei Cobalion, ja. Es wird ja wahrscheinlich nicht Cobalion sein. Ich glaube nicht dran, dass es ein Cobalion ist oder ein legendäres Pokémon ist. Wenn es mal ein legendäres Pokémon sein sollte, bin ich happy. Dann wird es instant mit dem Meisterball eingefangen, wenn es so extrem schwierig geht. Oder ein geiles, legendäres Pokémon sein sollte. Es wird wahrscheinlich auch dann direkt in mein Team genommen, egal welches legendäres Pokémon es ist. Aber ich lass mich mal überraschen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder hier auf der Route 13. War das Route 13? Ich muss nochmal gucken. Aber ich glaube schon, dass es Route 13 war, oder? So ist es. Wir sehen uns im nächsten Part wieder in der... wir sehen uns wieder im nächsten Part auf Route 13. So rum. So, bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao, ciao.